Habt ihr selber schon mal mit Druckbleistiften gezeichnet oder geht's euch beim Anblick dieser Dinger eher so? Was ist das denn? Da steht nicht draufdrücken. Was soll denn schon passieren? Keine Sorge, so schlimm wird's dann doch nicht. Ich finde die Teile eigentlich ziemlich praktisch und zeichne auch den Großteil meiner Bilder fast nur noch damit. Das vor allem aus Bequemlichkeit, da man sie im Vergleich zu Holzbleistiften nicht ständig und mühselig anspitzen muss. Stattdessen hat man auf Knopfdruck immer eine konstante schmale Mine, die eine gleichbleibende Linienstärke garantiert, was gerade beim Zeichnen von Details super hilfreich ist. Aber auch der Stift selbst bleibt immer gleich lang und schwer, sodass ihr euch nicht wie bei Holzbleistiften immer auf neue Längen einstellen müsst, die gerade am Ende nur mit Hilfsmitteln ausgeglichen werden können. Ich benutze schon seit vielen Jahren diesen Druckbleistift hier, ein recht klassisches Modell von Faber-Castell, nichts Besonderes und schon sehr günstig zu erwerben. Er wird für mich eher dadurch besonders, weil ich damit halt schon so viele Bilder gezeichnet habe. Bei Druckbleistiften kann also durchaus eine speziellere Bindung als zu anderen Stiften entstehen. Ach ja, wer kennt's nicht, der Druckbleistift, der beste Freund des Zeichners. Druckbleistift ist jedoch nicht gleich Druckbleistift. Der größte Unterschied zwischen den einzelnen Modellen ist wohl der Durchmesser der Minen. Denn auch hier sind nicht alle Spitzen gleich, sondern weisen verschiedene Breiten auf. Welche Mine in euren Stift reinpasst, verrät euch dieser Wert hier. Die 0,5 steht hier für 0,5 mm und ist so die gängigste Minenstärke. Zu kaufen gibt's Minen in solchen kleinen Behältern, wobei die obere Zahl mit der Zahl auf dem Stift übereinstimmen muss. Der Wert darunter steht für die Minenstärke oder für die Graphitstärke, aber dazu kommen wir gleich noch. Neben den 0,5er Minen gibt's noch weitere, nämlich Minen mit Durchmesser von 0,35 mm, von 0,7 mm und von 0,9 mm. Das sind übrigens genormte Werte, denen jeweils eine Farbe zugeordnet wurde, damit man sie schneller unterscheiden kann. Wichtig ist also immer, die richtige Mine zum passenden Stift zu kaufen. Würdet ihr jetzt eine 0,7er Mine bei einem 0,5er Bleistift verwenden, würde gar nichts passieren. Denn die Minen sind schlicht zu dick und kämen nicht durch die Öffnung durch. Würdet ihr dagegen die schmaleren 0,35er Minen reinpacken, würden die einfach durchrutschen. Nachfüllen könnt ihr die übrigens ganz easy, indem ihr hinten die Kappe abzieht, unter der sich bei den meisten Modellen ja auch der Radiergummi versteckt, und dann dieses Ende hier rauszieht. Darin lassen sich dann 2 bis 3 Minen verwahren, mit denen sich eine ganze Weile zeichnen lässt. Packt da aber nicht zu viele Minen rein, weil es sonst zu Verstopfungen innerhalb des Stiftes kommen kann. Falls das mal passieren und sich vorne in der Öffnung ein abgebrochenes Minenteil verkeilen sollte, könnt ihr die Öffnung mit dieser kleinen Nadel reinigen. Die ist also nicht grundlos unter dem Radiergummi angebracht, nur falls ihr euch schon mal gefragt habt, wofür die eigentlich gut sein soll. Aber ist es jetzt eigentlich wichtig, so viele unterschiedliche Bleistifte wie möglich zu haben? Nun, ich würde sagen, definitiv nein. Mir hat der 0,5er immer gereicht und 0,3 und 0,7 habe ich mir zum Beispiel nur für dieses Video besorgt. Meine Empfehlung wäre also der 0,5er, aber wie immer gilt, probiert gerne selber alle Modelle aus und zeichnet dann mit dem, der euch am besten gefällt. Man kann beispielsweise von Faber-Castell alle 3 Modelle in einem Set erwerben, habe ich euch mal als Affiliate-Link unten in die Videobeschreibung gepackt, falls das für euch interessant wäre. Nun haben wir also die passend breiten Minen für unsere Stifte gefunden, doch jetzt ist die Frage, welche Stärken diese Minen nun eigentlich haben sollen. Denn auch bei Druckbleistiften gibt es ebenso verschiedene Graphitstärken, wie sie auch bei klassischen Bleistiften vorkommen. Und die Werte sind genau gleich. Dazu hier wieder der Minenbehälter mit einem Blick auf den zweiten Wert, der euch die Graphitstärke verrät. In diesem Fall hier ist das HB, also eine mittlere Stärke, aber es gibt auch wieder die H-Werte, also die härteren Minen, und die B-Werte, also die weicheren Minen, wobei halt das B für Black steht. Falls ihr darüber mehr wissen möchtet, schaut euch gerne mal dieses Video hier an, da bin ich darauf schon mal eingegangen. Für die unterschiedlichen Minenstärken kann es sich durchaus lohnen, mehrere Druckbleistifte anzulegen, da ihr zwischendurch sicherlich nicht immer die Minen wechseln wollt. Nö. In meinem treuen Begleiterbleistift habe ich immer 2B-Minen drinne, weil das beim Ausarbeiten meine Lieblingsgraphitstärke ist. Für hellere Linien nehme ich den silbernen Druckbleistift hier, da der HB-Minen enthält. Und das sind auch die einzigen beiden Graphitstärken, die ich nutze. H-Minen habe ich zum Beispiel gar nicht im Gebrauch, da greife ich immer auf die Holzbleistifte zurück, weil ich die eh nur selten brauche und wenn dann nur für die Vorzeichnung, wo es nicht so wichtig ist, dass die Mine immer extrem spitz ist, jedenfalls für mich nicht. Von der Anzahl an Graphitstärken sind Druckbleistifte etwas begrenzt. In der Regel gibt es alles von 2H bis 2B,
Allerdings habe ich auch schon 4H und 4B gesehen. Darüber hinaus dann, naja, nicht mehr ganz so viel, was auch logisch ist, weil die Minen für zum Beispiel höhere B-Bereiche einfach zu dünn sind und dadurch viel zu schnell abbrechen. Früher gab es zum Beispiel gar keine von diesen feinen Minen, weil die einfach in der Herstellung zu schwierig zu produzieren waren. Da musste man auf sowas hier zurückgreifen, auf die sogenannten Fallbleistifte. Die gibt's auch heute noch und kommen mit einem wesentlich größeren Angebot an Graphitstärken daher. Sie fassen deutlich dickere Minen, die offensichtlich stabiler und bruchfester sind, sodass es hier genauso viele Graphitstärken gibt wie bei klassischen Holzbleistiften. Sie werden übrigens nicht hinten, sondern vorne befüllt, dazu einfach den Knopf gedrückt halten und die Minen reinfallen lassen. Daher auch der Name Fallbleistifte. Spitzen könnt ihr diese Minen mit einem Messer, mit Schleifpapier oder mit speziellen Spitzern. Damit machen sie also etwas mehr Arbeit als die Feindruckminen, haben aber auch den Vorteil im Vergleich zu den Holzstiften, dass die Länge der Stifte trotz des Anspitzens immer gleich bleibt. Das ist ja schön. Das ist sehr schön. So viel zu diesem kleinen Exkurs. Nun wieder zurück zu den Feinminen und ein paar Spezialfällen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es diese Minen nicht nur in Grau gibt, sondern auch als farbige Varianten? Ja, wirklich. Ich habe hier etwa blaue Minen für die 0,5er Bleistifte, mit denen sich schöne kleine Highlights setzen lassen oder auch komplette Bilder ausgearbeitet werden können. Soweit ich gesehen habe, gibt es die auch in Rot und in Grün und noch ein paar anderen Farben. Also fast alle Farben des Regenbogens. Und ich meine, wer kennt sie nicht, diese tollen Rot, Grün, Blau und Grauen Regenbögen, die immer nach Sommergewittern am Himmel auftauchen. Wirklich tolle Anblicke, oder? Da die Minen wie gesagt 0,5 mm stark sind, würden sie auch in diesen Stift hier reinpassen, der vorne so ein bisschen durchsichtig ist. Und habt ihr euch vielleicht gefragt, warum das so ist? Nein? Na gut, aber ich sag's euch trotzdem. Das ist nämlich ein besonderes Modell, in dem Fall von der japanischen Firma Kurotoga. Und das Besondere an diesem Stift ist der vorne verbaute Mechanismus. Der sorgt nämlich dafür, dass sich die Mine im Stift jedes Mal ein kleines Stück mitdreht, wenn sie das Blatt berührt. Zu sehen auch an diesem Symbol, das beim Zeichnen ebenfalls mitrotiert. Der Sinn dahinter ist, dass dadurch vermieden wird, dass die Mine sich während des Zeichnens auf einer Seite zu sehr abnutzt. Das kann nämlich passieren, wenn man zu lange in der gleichen Position zeichnet. So muss man dann erst den kompletten Stift drehen, um wieder eine richtig spitze Spitze zu haben. Schön bei meinen Zeichnungen zu sehen, bei denen ich in regelmäßigen Abständen meinen Bleistift immer wieder drehe, wenn ich zu lange auf einer Stelle gezeichnet habe. Da mein Japanisch allerdings etwas eingerostet ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich alle Details der Anleitung verstanden habe, aber falls ihr da fitter seid, dann tut euch keinen Zwang an und übersetzt das doch gerne mal. Übrigens gab es bei meiner Bestellung ein kleines Problem. Eigentlich wollte ich nur einen Stift haben. Dummerweise scheine ich aber 3 Stück bezahlt zu haben, weshalb ich nun mehrere habe und deshalb einen von denen hier im Video verlosen werde. Was ihr dazu machen müsst, um den zu gewinnen, erfahrt ihr im ersten Kommentar unter diesem Video. Also schaut da gern mal rein. Geil, einfach geil! Ey. Wartet damit aber gerne bis zum Schluss, denn wir wollen nun zum nächsten Modell weitergehen. Einem recht edlen Teil, wie ich finde. Und auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht, ist das trotzdem ein Druckbleistift. Na, wobei, so ganz richtig ist die Bezeichnung eigentlich nicht. Korrekt müsste es Drehbleistift heißen, weil man hierbei nämlich die Mine durch leichtes Drehen am unteren Ende herausfahren kann. Das funktioniert also so ähnlich wie bei gewissen Kugelschreibern. Gewechselt werden die Minen, indem ihr die Kappe abzieht und dort dann in die vorgesehene Öffnung reinpackt. Hat mich nämlich beim ersten Mal ein bisschen verwirrt, wie das denn mit dem Befüllen funktioniert, darum wollte ich es hier nochmal erwähnen. Insgesamt ist der Stift sehr hochwertig mit diesem Metalldesign. Ich weiß allerdings nicht, ob der sich für längeres Zeichnen eignet, denn das Ding ist wirklich ziemlich schwer, vor allem wenn man ihn mit dem japanischen Stift vergleicht, der so gut wie gar nichts wiegt. Gerade der hintere Bereich ist ziemlich heavy und wenn der die ganze Zeit beim Zeichnen auf der Hand ablegt, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht irgendwann stört. Aber falls ihr da schon Erfahrungen gemacht habt, schreibt das doch gerne unten in die Kommentare. Das war übrigens einer der günstigsten, den ich so gefunden habe. Und hier haben mich vor allem die Amazon-Bewertungen überzeugt. Die meinten, dass er ja so super und günstig ist. Und irgendwie hat mich das dann noch mehr dazu verleitet, dass ich den unbedingt für dieses Video haben wollte. Also falls ihr so einem naiven Typen wie mir euer Zeichenzeug andrehen wollt, dann schreibt einfach ein paar positive Kommentare und dann habt ihr mich. Heißt natürlich nicht, dass das bei diesem Stift der Fall ist, dass der nur aus lediglich positiven Kommentaren besteht, denn nach dem Ausprobieren muss ich auch sagen, dass er wirklich super angenehm in der Hand liegt und auch die Minen sehr sanft über das Papier gleiten.
Nur das Gewicht ist halt so eine Sache, wie ich schon gesagt habe. Ob das bei anderen Druckbleistiften auch so ist, weiß ich nicht, aber da gibt's auf jeden Fall noch sehr viele Modelle. Auch wirklich hochpreisiges Zeug. Wenn ihr also mehrere hundert Euro für einen Bleistift ausgeben wollt, dann werdet ihr hier definitiv fündig. Dafür gibt's dann aber auch wirklich tolle Stifte, in die ihr auch zum Beispiel euren Namen eingravieren lassen könnt. Druckstifte gibt's übrigens nicht nur für Bleistifte, sondern auch für Radiergummis. Nämlich diese Dinger hier. Die dürfen in diesem Video auf keinen Fall fehlen. Die funktionieren vom Prinzip her nämlich so wie die Fallbleistifte. Die speziellen Minen kommen vorne rein und können dann per Knopfdruck nachgeschoben werden. Besonders bei detailreichen Zeichnungen leisten diese Dinger wirklich gute Dienste, denn so könnt ihr sehr gezielt auf engem Raum Linien entfernen, entweder weil sie euch stören oder um mit dem Radiergummi selbst zu zeichnen. Auch das ist natürlich möglich. Die gibt's auch wieder in vielen verschiedenen Formen. Ich habe zum Beispiel diesen dünnen hier von Mono Zero, der kommt bei mir bei fast jeder Zeichnung zum Einsatz. Davon gibt's übrigens auch noch eine eckige Version. Überhaupt sind die Formen sehr vielseitig oder eher dreiseitig wie bei diesem Stift, was durchaus von Vorteil sein kann, denn mit der Kante lässt sich gezielt radieren, während die breite Fläche auch größere Bereiche entfernt. Falls euch die Formen nicht gefallen, könnt ihr sie aber auch mit einem Messer nochmal anpassen, um euch eine individuelle Spitze zurechtzuschnitzen. Aber auch sonst ist das Messer sehr hilfreich, wenn etwa die Spitze durch zu häufiges Radieren schmutzig geworden ist. Dann hackt sie einfach ab und schon bleiben beim Radieren keine dunklen Rückstände auf dem Papier mehr zurück. So viel also zu Radiergummis und Druckbleistiften. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zeichnen, vielleicht ja mit Druckbleistiften oder gerne auch mit matten Holzbleistiften, die nicht spiegeln. Die habe ich mal in diesem Video hier vorgestellt, also falls ihr mögt, schaut da doch gern mal rein. Ansonsten danke ich euch sehr fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut! Oh, Mann, was war das denn?